Da hat Wilfried Oellers von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute in zweiter und dritter Lesung den Gesetzentwurf zu den Werkverträgen und der Zeitarbeit. Im Koalitionsvertrag haben wir seinerzeit vereinbart, den Missbrauch von Werkverträgen und Zeitarbeit entgegenwirken zu wollen. Dabei war die Besonderheit der Gesetzesinitiative darin, dass auf der einen Seite natürlich dem Missbrauch entgegengewirkt werden soll, aber auf der anderen Seite die Werkverträge und die Zeitarbeit als Flexibilisierungsinstrument in handhabbarer Weise weiter erhalten bleiben sollen, da sie in der heutigen Arbeitswelt und für unsere Wirtschaft einfach unverzichtbar sind. Anzuerkennen ist, dass gerade die Zeitarbeitsbranche bzw. die Tarifpartner in den letzten Jahren viele Maßnahmen umgesetzt haben, den Bereich zu regeln und Missbrauch entgegenzuwirken. Zudem weise ich auch an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich auf die positiven Aspekte der Zeitarbeit hin. Brückenfunktion für Arbeitslose in den Arbeitsmarkt, der hohe Klebeeffekt hin zur festen Anstellung beim Entleiher. Auch Fahrdienste für Mitarbeiter, gerade in ländlichen Bereichen, mit ungünstigen Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr. Qualifizierung der Mitarbeiter durch die Zeitarbeitsunternehmen. Kleine Unternehmen ohne Personalabteilung bedienen sich den Zeitarbeitsunternehmen im Wege des Personalrecruitings. Und junge Menschen und Absolventen finden über Zeitarbeitsunternehmen zum Teil schneller eine feste Anstellung bei Unternehmen. Zeitarbeitsunternehmen können in diesen Fällen passgenaue Lösungen bieten, und das hilft nicht nur den Unternehmen, sondern allen voran den Menschen, in Arbeit zu kommen. Diese positiven Effekte der Zeitarbeit wurden mir im Rahmen meiner Sommertour durch meinen Wahlkreis häufig bestätigt. Neben all den positiven Auswirkungen verkenne ich selbstverständlich nicht, dass es an der einen oder anderen Stelle auch Missbrauch gibt. Diesen werden wir mit diesem Gesetz weiter entgegenwirken. Neben den bereits genannten Regelungen möchte ich ergänzend Folgendes erwähnen. Als Jurist sei es mir erlaubt, zunächst auf die Regelungen des § 611a BGB hinzuweisen, die im parlamentarischen Verfahren nochmals überarbeitet wurde und nun in der Systematik des BGBs hilft, den Arbeitsvertrag vom Werkvertrag besser abzugrenzen. Im Betriebsverfassungsgesetz haben wir die Informationsrechte des Betriebsrates konkretisiert mit dem § 80 Absatz 2 Satz 3 Betriebsverfassungsgesetz hat der Unternehmer dem Betriebsrat den Vertrag vorzulegen, den er mit dem Werkunternehmen bzw. mit dem Zeitarbeitsunternehmen geschlossen hat. Nicht damit gemeint sind damit jedoch die Arbeitsverträge, die der Werkunternehmer wiederum mit seinen Mitarbeitern geschlossen hat. Nun zu den Regelungen in der Zeitarbeit. Equal Pay nach 9 Monaten und eine Höchstüberlastungsdauer von 18 Monaten, gepaart mit einer tariflichen Öffnungsklausel, eröffnet Möglichkeiten, branchenspezifische Regelungen zu treffen und stärkt die Tarifautonomie. Eine wichtige Rechtsklarstellung wurde in die Protokollerklärung des Ausschusses dahingehend aufgenommen, dass Beratungsunternehmen und Unternehmen im Bereich der IT, die zum Beispiel bei Optimierungs-, Entwicklungs- und IT-Einführungsprojekten eingesetzt werden, nicht unter die Arbeitnehmerüberlassung des § 1 AÜG fallen. Gleiches gilt auch klarstellend für die DAK-Schwesternschaft. Das aufgenommene Streikbrecherverbot ist so gestaltet, dass Zeitarbeitnehmer, die vor Beginn eines Streiks bereits in dem bestreikten Entleiherunternehmen arbeiten, weiter ihre Tätigkeit verrichten dürfen, wenn sie es wollen, und in Betriebsteilen, die nicht bestreikt werden, auch weiter neue Zeitarbeitnehmer eingesetzt werden dürfen. Vorausgesetzt ist allerdings stets, dass sie nicht die Arbeitsleistung der streikenden Mitarbeiter übernehmen. Die Sanktionen haben unter anderem mit dem Entzug der Verleiherlaubnis ein sehr scharfes Schwert. Im Rahmen der Protokollerklärung wurde auch hier noch einmal klarstellend darauf hingewiesen, dass ein erstmaliger oder ein geringfügiger Verstoß nicht zum Entzug der Verleiherlaubnis führt. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes auch erst am 1. April nächsten Jahres wird allen Beteiligten die Gelegenheit gegeben, sich auf das Gesetz nun mal einzustellen. Es wäre sicherlich nicht angemessen gewesen, wenn wir uns hier im Parlament 2 Jahre Zeit geben, das Gesetz zu verabschieden, und einen Monat später muss das Gesetz dann richtig und vollständig schon umgesetzt werden.
Neben vielen Klarstellungen ist es mir ein besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich des Widerrufsrechts nach § 9a UG noch im parlamentarischen Verfahren noch ein weiteres Verfahren gesetzlich geregelt werden konnte, mit dem der Missbrauch von vorzeitig abgegebenen Blankoerklärungen entgegengewirkt werden kann. Somit konnte im parlamentarischen Verfahren mehr Rechtsklarheit erreicht werden, eine Schutzregelung gegen Missbrauch aufgenommen werden, der Übergang ins neue Gesetz praxisfreundlicher und § 611a BGB rechtssystematisch korrekt gestaltet werden. Mit der gesetzlich aufgenommenen Evaluation für das Jahr 2020 macht der Gesetzgeber deutlich, dass er die Entwicklung des Gesetzes aufmerksam beobachten und gegebenenfalls korrigierend eingreifen wird. Es ist in meinen Augen nun geboten, die Wirkung des Gesetzes zunächst einmal abzuwarten, anstatt die Zeitarbeit und die Werkverträge stets an den Pranger zu stellen. Es sollte nach den langen und intensiven Diskussionen, die wir geführt haben, nun einmal auch Ruhe im Rahmen dieser Thematik eintreten können. Abschließend bedanke ich mich ausdrücklich bei Ministerin Nahles, bei der Staatssekretärin Kramme, bei den Mitarbeitern des BMAS, namentlich darf ich hier Frau Loskamp erwähnen, und unseren Kolleginnen und Kollegen des Koalitionspartners für die konstruktiven Gespräche. Herzlichen Dank. Markus Paschke hat als nächster Redner für die SPD.